So, liebe Freunde der Aquaristik, jetzt schieße ich hier mal gerade so aus der Hüfte ein kleines Video und zwar von unseren Rio Manakapuru Rotrückenskalaren. Das sind Jungtiere, die sind jetzt so ungefähr 7 Monate alt. Die Elterntiere kommen von Simon Forkel und diese Tiere hier sind, ja, kann man sagen, semi-adult und haben aber schon Ansätze des roten Rückens, was sich allerdings noch weiter intensivieren wird. Und da muss man einfach sagen, diese Tiere sind halt von der Qualität her überragend. Man muss sich nur mal die ausgezogenen Flossen anschauen, die Beflossung allgemein, wie sie abgewachsen sind. Die sind wirklich über jeden Zweifel erhaben. Das Grundmaterial, also von Simon, die Elterntiere sind natürlich auch der Hammer. Und da werde ich die nächsten Tage mal noch ein Foto neu machen von den Elterntieren. Das heißt, welches Potenzial diese Tiere hier haben. Und von diesen Tieren haben wir jetzt zurzeit mehrere hundert. Das heißt, die werden den ganzen Winter über lieferbar sein. Und das ist eine schöne Sache, weil viele Aquarianer ja ganz einfach jetzt zu den Tagen, wo, sagen wir mal, die Sonne wieder etwas eher untergeht, die dunkle Jahreszeit kommt, sich wieder mehr auf die eigene Aquaristik konzentrieren und dann eben auch nach schönen Fischen suchen, schönen Besatz suchen. Und diese Skalare hier, Rio Manakapuru Super Red Rotrückenskalare, sind natürlich wunderschön anzuschauen und sind ein echtes Investment für das heimische Aquarium, wo man dann eben auch mal 6 Stück im 450 Liter Becken halten kann oder auch meinetwegen 10, sehe ich nicht als Problem an. Also, oder auch als Beifisch zum Diskus, wenn die Möglichkeit des Aquariums groß genug ist. Weil die sind friedlich und die sind kompatibel mit Ständka-Diskusfischen. Das haben wir hier bei uns in der Anlage getestet. Insofern hier eine super Möglichkeit für euch, diese Tiere bei uns zu erwerben. Man hat hier Tiere, die jetzt eine Spannweite haben von ungefähr 13 bis 14 Zentimetern. Einzelne auch schon, würde ich sagen, an die 15 Zentimeter. Und da hat man sozusagen vom ersten Tag an Freude an den Tieren, weil man eben auch schon sieht, in welche Richtung die nachher gehen. Also das wollte ich euch nochmal kurz zeigen, weil ich selber immer jeden Tag begeistert hier an diesem Aquarium vorbeigehe. Also, alles klar, macht's gut. Ciao.